Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei mir, herzlich willkommen zurück bei Trixi und bei So Long Dark. Ja, wir haben auf den Wolf geschossen und, auf den Bär, nicht auf den Wolf, auf den Bären. Und wir müssen gucken, wo er ist. Und das machen wir jetzt auch. Wir sind ausgeschlafen. Ich muss mal eben gucken hier, wir brauchen nämlich echt langsam wirklich Nahrungsmittel. Guckt euch das mal an hier. Da ist echt nicht mehr viel los hier mit uns. Kann ich euch jetzt mal so sagen. Was haben wir denn hier überhaupt noch in den Taschen? Ich habe noch Knabberstangen. Okay. Ja, dann nehmen wir die natürlich mit. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir essen nichts. Wir trinken was. Trinken wir was? Wie sieht denn da aus? 1,7 Liter, wir gehen raus. Wir gehen raus und wir schauen mal, gucken, wie draußen ist. Ob es kalt ist oder windet. Das werden wir dann sehen. Habe ich Holz dabei? Das ist eine gute Frage. Habe ich Holz dabei? 12 Stöcker und eine Kohle. Na, damit wirst du nicht lange auskommen beim Bär. Da solltest du noch ein bisschen sammeln. So, dann schauen wir. Mein Gott, entschuldige, ich habe gerade ein Brötchen gegessen. Und jetzt hickse ich hier ein bisschen vor mich hin. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Bären irgendwo sehen. Ich würde sagen, da liegt er. Ich würde sagen, wir haben ihn gefunden. Würde ich zwar so sagen. Ich hoffe, der ist tot. Hallo, Bär? Du bist tot, oder? Bär? Hallo? 2% gefroren. Also der ist, hat man nicht vorhin ein Ü gehört drin? Das war, glaube ich, der Bär. Mein Freund, der Bär, ist tot. Er starb im nächsten Mal bedroht. Mein Gott, so viele Tasten. Ich komme hier ganz durcheinander. Was machen wir denn hier? Ja, ausnehmen natürlich, ne? Wölfe. Oh, da hinten sind Wölfe. Aber mein Gott, wenn die Wölfe kommen, ne? Wenn die Wölfe kommen, dann kommen wir. Ja, der ist ja noch gar nicht gefroren und gar nichts. 29 Kilo. Oh, guck mal hier. Den können wir hier mit reinnehmen. Und können den ja drinnen hier. Guck mal hier, 1 Stunde 12 Minuten, 2 Stunden und, ja nee, dann machen wir natürlich so. So, dann nehmen wir erstmal ein schönes Stückchen Bär mit rein. Und dann würde ich sagen, lassen wir es gleich fallen hier, oder? Damit wir hier gar nicht erst anfangen rumzustinken. So, dann nehmen wir noch ein schönes Stückchen Bär mit rein, nochmal 10 Kilo. Wieder 1 Stunde 20. Ich muss nur dran denken, dass ich das... Oh, was ist denn hier los? Was ist uns denn so kalt? Was ist uns denn so kalt? Was ist denn das hier denn für ein Wetter hier? Okay. Wir nehmen das mal mit. Hilfe, wo ist unser Haus? Da. Ja, ja, I'm freezing. Ich merk's, ich seh's. Ach, ich hätte 6 mitnehmen können. Ich hab doch da sogar... So, nein, den nicht. Ich hab doch 6 Platten. Aber ich muss was essen. Ich darf meinen Bonus nicht verlieren. Und mir ist kalt und ich hab schon... Hallo, Freunde. Was ist denn hier passiert mit euch? Geh mal rein, schnell. Wärmen, wärmen, wärmen. Wärmen, wärmen, wärmen. Etwas wärmer geht es noch. Und dann essen, essen, essen. Etwas essen geht noch. Hauen hier mal ein paar von den Stängels rein, genau. So, guckst du. Jawohl. Ja, das war ein bisschen was. So, guckst du. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier haben wir auch noch Stöckers. Dann nehmen wir mal so ein paar, 30 Stöcker oder so. So, dann machen wir hier mal. Habe ich eine Fackel? Alles mit der Ruhe, alles mit der Ruhe. Na, ist die Fackel? Verwende die Fackel. Und nimm kein Buch, bitteschön. Natürlich nicht. Rohrkolben, 75%, wo wir machen. Und dann machen wir auch gleich Wasser. Ich weiß nicht, was wir noch an Wasser haben, aber ich mache einfach Wasser. Da hat 2 Stunden da und dann lege ich 5 Dinger drauf. Das ist ja schon mal viel wert. Und dann, ja,
das hat nicht geklappt. Ich würde sagen, das hat nicht geklappt. Also unter uns jetzt. Unter uns Spätschwestern. Ich würde sagen, das hat nicht geklappt. Ja, da musste ich ja nicht lange suchen, ne? Ich habe übrigens überlegt. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Der will doch nur die Zeit wieder rausschinden hier. Ich kenne ihn doch, den alten Mann. Ja, ich habe überlegt, ach komm, die ganze verbrennen lassen. Ja, ich habe überlegt, genau. Da geht nämlich schon los. Machen wir hier, erstmal machen wir hier, erzähl gleich. So. So, jetzt machen wir hier erstmal Wasser. Mach mal einen Liter, dann so schneller hastet. Dann nehmen wir mal runter hier, dann hauen wir den Bär drauf. So. Ja, es gibt ja hier noch die Möglichkeit, wir hatten ja gesagt, dass wir vielleicht noch mal eine Runde machen mit dieser Sprühflasche. Hallo, keine Randale hier. Also wirklich, Trixi. So geht das aber nicht. Nur weil du ein bisschen Hunger hast. So. Jawohl. Ja, wir haben das überlegt mit der Sprühflasche und da ist mir eingefallen, hier gibt es ja auch noch die Möglichkeit des versteckten Bunkers im idyllischen Tal. Es gibt hier zwei Bunker. Einmal den einen, der an Wolfsberg ist, der ja immer da ist. Und es gibt einen zweiten Bunker, der ist versteckt. Und den kann man suchen. Es gibt ein paar Spawnpunkte, wo er sein kann. Und in der Regel findet man ihn dann auch an einem von diesen Punkten. Gebt doch mal auf. So, danke. Du kannst hier das Fleisch fallen lassen. Hinterher spawnt dann weg, oder? Ne, ich halte das mal lieber im Inventar. So. 1:09, 1:06, 1:05. 12 Minuten. 27 Minuten. So, und dann machen wir nochmal Wasser. Danke. Ja, und dann können wir gerne nochmal eigentlich gucken, ob wir hier nicht auch diese Dings finden. Diesen Bunker noch finden. Und mal gucken, was der uns so beschert. Könnte man nochmal machen, oder? 26 Minuten, 23 Minuten. Jetzt machen wir hier bis zum Garpunkt. Jawohl. Jawohl. 2 Minuten, 1 Minute. Ja, guck mal, so muss es sein. Komm, mach, gib her das Ding hier. Gib mich das. Los. Dann haben wir hier noch 26 Minuten. So, das ist fertig. Hier müssen wir noch was reintun, natürlich. Stöcke, weil wir das haben. So. Dann können wir hier schon mal... Ne, wir tun hier keinen drauf. Wir essen erstmal ein. Erstmal essen wir ein. Ah, guck mal. Ah. Da zieht zwar Wasser ohne Ende, aber wir sind satt. Guck mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich tue das jetzt mal so lange hier ins Kühlschrank, weil... So viel ist das ja dann doch auf einmal nicht. So, den rohen tue ich natürlich nicht in den Kühlschrank. Was haben wir denn hier noch? 17 Minuten, dann warten wir noch ab. So, jetzt gehen wir raus. Das Wetter wird auch nicht wirklich besser gerade, ne? Das hättest du auch machen können, wenn du reinkommst. Super, nur mal so. So, dann holen wir mal noch ein bisschen was von den Hirsch. Von den Bär Hirsch. Ja, da müssen wir ja nicht lange suchen. Also, das war ja einfach. Das war ja sehr easy. Wo ist das Auto? Wo ist der Bär? Gib mir mehr vom Bär. Was sagt denn die Temperatur? 9 Grad. Oh ja. Da könnten wir ja eigentlich noch ein bisschen rausnehmen aus dem Bär wieder. So. Gucken wir mal, wie lange das dauert. Wenn wir alles nehmen, 3 Stunden. Ah, der ist jetzt gefroren, ne? Ja, ja, der ist gefroren. Dann machen wir das mit der Säge. Das zieht aber. Aber wir haben es raus. Danke. Dann müssen wir noch den Fell will ich auch noch haben. Natürlich. Oh, du bist aber jetzt ganz schön schwer, mein Kleiner. Guck mal, jetzt wird wieder warm. Jetzt wird wieder kalt. Was ist das hier? Ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. Freunde. Und mein Feuer ist bestimmt auch wieder aus. Ach. Das ist ja alles schlecht getimt hier, Opa. Das ist ja alles ganz schlecht getimt mit dir. Da wollen wir nochmal festhalten. Guck mal, Feuer ist aus. Habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt, Mensch.
Was geht denn da rein? 15 Kilo. Ja. So, der Bär ist schon mal da drin. Dann können wir den Rest Bär holen. Und den Fell. Und dann machen wir das Feuer wieder an. Gute Idee. Opa, das ist eine gute Idee. Diesmal hast du es voll drauf. Das verstehe ich nicht. Ich spiele das Spiel schon so lange und dann passiert hier sowas. Naja, was soll's? Lappalien. So, schauen wir mal. Ah, da sind auch noch 10 Därme drin, ne? Mal so unter uns. Aber erstmal will ich jetzt das Fleisch haben. Und den Fell, aber der Fell bleibt ja noch ein bisschen liegen. Ne? Noch ist ja, solange noch Fell und Därme da sind, bleibt er ja noch ein bisschen erhalten. Dahin. Mal einen Schluck Kaffee trinken. Ja, ich muss sagen, ich war jetzt ein bisschen überrascht, ne? Dass ich hier so schnell plötzlich den gefunden habe. Ich hatte mich auf eine viel längere Suche vorbereitet, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt müssen wir das andere Fleisch auch noch irgendwo hinlegen, damit ich da schön dran komme. Ich will das nicht auf den Boden legen, wenn das wegbackt, ne? Da habe ich keinen Bock drauf. Und im Augenblick ist das so eine Sache. Hier, so. Ach, da ist das. Okay. So. Und noch ein, So. Schrank voll. Zwei Schränke voll Bärenfleisch. Und im Kühlschrank haben wir auch noch was. So, jetzt müssen wir erstmal. Eigentlich müssen wir jetzt warten, ne? Bis wir wieder ein bisschen wärmer sind. Noch ist das ja mit dem Despawn, ne? Ich könnte ja jetzt braten. Ich könnte ja eigentlich braten. Könnte ich ja machen. Soll ich das mal machen? So, nehmen wir hier die Stöckers. Das alte Holz habe ich auch genommen. Wunderbar. Nee, wir nehmen wieder die Fackel, irgendeine andere natürlich. Die nicht, die können wir erstmal zerlegen. Da haben wir einen Stock mehr. Hurra! Ja, ich mache jetzt erstmal Braten. So, der bleibt auch bis morgen noch liegen. So ist das doch nicht. So ist das doch nicht. So ist aber so gar nicht. So ist das doch gar nicht. So, hier, verwende. Mach andere Dinge. Was haben wir denn hier noch? 4 Stück. Ja gut, dann machen wir das. Die nehmen wir doch. So, jetzt aber. Hier, Stock und an. 3 Streichhölzer noch. Wollen wir hier noch? 13, 12. Die Lupe wird nicht gehen. Erfolgschance 9. 0. 9. 0. So. Und draußen ist, geht er auch nicht. Also nicht bei dem Wetter. Bei schönem Wetter will ich nicht sagen, aber bei dem Wetter, nee. Erstmal nicht. Du solltest auch die Fackel anmachen. Also unter uns. Was machst du denn hier? Wieso bist du denn so konzentriert, Opa? Warum in alles in der Welt bist du denn so konzentriert? Wieder ein Streichel. Gut, dass wir auf einer leichten Schwierigkeit. Ey, wenn ich jetzt auf Interloper, da würden die Streichhölzer, würden mir langsam ausgehen. So wie ich die mittlerweile vergeude. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst genau, was ich meine. So, hier noch aus. Danke. Opa ist noch nichts für nichts zu gebrauchen gerade. So. Haben wir hier noch Wasser? Nein. Dann machen wir doch noch mal was. Darin. Und 5 Stücke Fleisch, bitte. 1, 2, 3, 4, 5. Danke. So, jetzt wollen wir mal gucken. Mal hier nicht mal langsam ein bisschen. Nächste. Nein, nicht der Tee. Der da. Jawohl. Oh, der ist aber schnell fertig, so wie er aussieht. Das war ein kleines Stück, wenn ich mich nicht getäuscht habe jetzt. 3 Minuten, was sag ich? 1 Stunde 13, 1,8, 1,10. Ah, passt alles wunderbar. Hier, die noch drauf.
Und dann ist nur so ein kleiner Fiesel da, so ein Fiegerhut. Na, was sag ich? Fertig. Essen. Oh, lecker. Oh, das waren 35 Kalorien. Jetzt bin ich aber satt. Pappsatt sozusagen. So, dann nehmen wir den noch. Dann machen wir wieder 9 drauf, ne? Gell? So. Jawohl, jetzt hauen wir hier noch ein bisschen Holz rein. Weil wir es können. So. Was macht unser Wasser? Da. Da werden wir mal ein bisschen beschleunigen. So, das haben wir auch. Was sagt denn die Uhr? Oh mein Gott, jetzt ein Geklapper hier drin schon wieder. Ah, der Abend kommt. 1,36. Mach doch mal Wasser. So, 24 Minuten, 19 Minuten, 30 Minuten. Mal den hier. So. Und der ist auch gleich fertig. 3 Minuten, brauche wieder 5. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß zwar nicht, was die gesagt hat, aber ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Sehe ich ganz genau so. Weil ich das genauso sehe. Gegart. Danke. Nächster. So. Und hinten in der Ecke. Jawohl. Und hier vorne noch ein, wenn es geht. So. Und dann haben wir erstmal ein klein bisschen Vorrat für zum Essen. Aber machen wir uns nichts vor. Das reicht vielleicht für 4 Tage oder so. Dann ist das sowieso wieder durch hier. Und da muss ich schon wieder Holz. Ich muss unbedingt Holz besorgen. Da gibt alles jetzt. Wenn ich Pech habe, reicht das noch niemals, um alles durchzubraten hier, weil ich hier am Holz habe. Obwohl, ach doch, ich habe hier noch Kohle. Die, ah, ja doch, das reicht. Doch, es reicht, es reicht. Es reicht, es reicht. So, dann machen wir hier die Wurst rein. Oder das Fleisch, oder was auch immer. So. Oben haben wir noch ein bisschen Wasser rein. Haben wir noch Wasser drin? Noch Wasser drin? Noch 1 Liter, ja. Machen wir jetzt 2 Liter rein. Oh, wenn ich mich nicht täusche, kommt ja hier noch 1 Liter, ne? Ja. So. Was sagst du? Oh, gut. Ja, dann machen wir noch 1 Liter Wasser. Wasser kann man immer gebrauchen. Kann immer mitlaufen, Wasser. Wasser ist immer okay. Ach, wie lecker. Kaffee. Mh. Ja, also wie gesagt, das wäre jetzt so mein Plan, ne? Dass ich sage, 1, 2, 3, 4, 5. Dass ich sage, wir machen das vielleicht doch mit den Dosen und dann gehen wir wirklich mal gucken, diese Punkte, wo der Bunker sein könnte. Also 3 Punkte weiß ich schon, die sind in der Nähe von der Höhle von den Bären, wo wir gestern waren. Da kann man ja dann nochmal hinlaufen und nochmal ein bisschen genauer gucken. Weil das ist ja nur so ein Deckel im Boden, den hat man ja auch mal schnell übersehen. Aber dann schauen wir da nochmal. Und dann haben wir 3 Punkte schon mal abgelaufen. 9 gibt es insgesamt, so viel ich weiß. Das heißt also, wenn wir den da nicht finden, ne, dann haben wir Glück, weil mit jedem Punkt, wo wir ihn nicht finden, wird die Chance größer, dass wir ihn... Ja, genau. Schön reden. Kannst du dir mal schön reden? Alles gegart hier auf einmal. Guck mal. Noch 26 Minuten. Aha. So ist das also. Dann hauen wir hier eine Kohle rein. So. Und dann hauen wir hier wieder noch Fleisch drauf. Jawohl. Ja, und dann wollten wir ja noch angeln und oh, wir haben noch viel zu tun. Viel zu tun, viel zu tun. 300, ne, 500 Tage sind lang. Auf jeden Fall. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht zu spät losrennen in Richtung Wolfsberg. Das ist wichtig. Weil Wolfsberg ist eigentlich der super Lootplatz durch die Lootcontainer, die da rumliegen. Aber da ja die Sachen von Anfang an mit verfallen, dann sollte man gucken, dass man nicht erst hier so, was weiß ich was,
200, 300 Tage spielt und sagt so, und jetzt gehen wir mal zum Wolfsberg, weil dann kannst du davon ausgehen, dann ist da nichts mehr, dann ist nur noch alles rot. Und hier kannst du davon ausgehen, dass ich auch nichts mehr sehe. Kannst davon ausgehen. Bauernhof verlassen, nein. Das war was anderes. Nein, sei doch nicht so geizig, Opa. Mach dir hier Licht, du hast es doch. Du willst es doch auch. Komm, du hast doch sogar noch eine Lampe am Tisch. Guck mal hier, hast du eine stehen. Die könntest du eigentlich anmachen und hinstellen. Aber nein, natürlich nicht. So, Schnee, also essen wollte ich ein bisschen. Ja, wir können ja, wir haben ja genug. Was ist denn das hier? Das ist ja alles gegart. Kann ich das doch essen, oder? Kann ich das essen, oder? Hab doch nichts gegen, oder? Wenn ich das jetzt hier esse, so, einfach so, guck dir mal, was das Wasser zieht. Ja, ich weiß schon, warum ich so viel Wasser koche gerade. Das hat was mit dem Bär zu tun, auf jeden Fall. Und habt ihr gesehen, das war jetzt schon wieder mal eben ein Kilo Bär weg. Mal eben so, einfach so, mir nichts, dir was. Geschmacklos. Kochen, 56 Minuten. So, dann gucken wir mal hier. 9 Gramm, ja. 9 Gramm ist ja super. So. Schnee, 11 Minuten, ich glaube, da. Ach, warte, wir holen morgen, holen wir erst die. Das Fell rein und die Därme, dann ist da. Mein Gott. Ne? 9 Minuten. Machen wir hier. Machen wir ein bisschen da. Ach, mach doch das Licht aus dabei. Guck mal, was die Lampe leer lutscht. Der Opa macht einen Fehler am anderen heute. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Irgendwie ist der nicht so, noch nicht so ganz so. Haben wir denn noch was zum. 3 Stücke, so. Dup. Nämlich halt Kohle, besorge ich halt neue. So, wieder egal. So, ich sehe nichts, ne? Nur mal so unter uns. Kochen 8 Minuten, 6 Minuten, 45 Minuten. Hau doch gleich eine Kohle rein. Du hast ja da noch was liegen. So, 1,50. 7 Minuten. Gegart. Jawohl, da ist noch Schnee. Dann gehen wir mal hier hinten an den Schrank. Hier durchsuchen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 und Nummer 4. Okay, nehmen wir alle mit. Machen wir. So. 1. Jetzt kommt es. Pass auf, der kann bis 5 zählen, Opa. 2. Hammer. Ich bin begeistert. Ich bin so stolz auf meinen Opa. 3. Nein. Sag nicht, was jetzt kommt. Nein, sag ich nicht. 5. Was? Nein. Doch. 6. 7. Nein. Noch mehr. Hurra. So, alles. Das ist alles noch im Rahmen. Und das ist alles Wasser. Wasser. Und wir machen nochmal eine Stunde. Ich koche hier extra einen Stundentag, ne? Weil jedes Mal quatscht die mir dazwischen, die Trixi. Jedes Mal ist das natürlich ein Kochdurchgang. Und ich finde schon wieder diesen doofen Kühlschrank nicht. Kühlschrank! Da ist er. Ich finde doch den Kühlschrank. Oder einfach. Da ist der mit den 9 Gramm. Den esse ich jetzt. Da kenne ich nichts. Den hau ich mir jetzt so rein. Da kenne ich keine Verwandten. Willst du sehen? Hier, guck. 9 Gramm. Zack. Essen. Hauptsache, du isst nicht wieder roh. Ne, es gibt ja so Spezialisten, die können das auch, ne, die essen das dann einfach roh. Dann sagen die so, jetzt ist mir egal, ich esse das jetzt roh, fertig. Ist mir doch egal. 31 Minuten, passt. 18 Minuten, passt. 20, 12, 10, 8. Und mach fertig hier. Bärenfleisch gegart. Hallo. Ah, da habe ich falsch. Habt ihr gesehen? Er wollte mich voll einlegen. Aber ist auch voll dunkel gerade hier. So. Und die labert auch noch die ganze Zeit. Die erzählt mir, was sie müde ist. Und dass es schwer ist. Und dass es nicht so einfach hat mit mir. Und dass sie schon länger über eine Trennung nachdenkt.
Ja. Ohne mich kommst du hier nicht zurecht, Mädchen. Ich sage dir immer so. So, jetzt müssen wir noch eine Kohle reinschmeißen. Und dann sollten wir 1,19, 1,9, 1,8, 1,10, ja, der ist noch leer. Da hätten wir noch ein Wasser hinstellen können. Mach das doch. Mach das doch. Gar doch nochmal. Nicht trinkbar. In 5 Minuten ist das aber anders. Und dann machen wir noch ein Wasser. Jawohl. Nee, ein Liter bitte. Nein, nicht 1,0. 1,0. Nicht 0,0. So. 9 Minuten. Lass uns mal ein bisschen hier zacki-zacki machen. Wir werden auch langsam müde. Ja, da geht noch ein Durchgang. Mach noch einmal. So, das ist auch Trinkwasser. Das wird nichts mehr. Trinkwasser? Oh, jetzt hat es aufgehört. Gegart. Wunderbar. So, jetzt können wir Licht wieder anmachen. Mach an den Licht. Jo, wir haben alles durchgebraten. Alles fertig. Sehr schön, sehr schön. Wir können kaum laufen vor lauter Fleisch. Ja, da freue ich mich auch. Ich tue das jetzt nicht raus. Ich lasse das jetzt hier drin, weil das müssen wir sowieso essen. Das ist ja das Zeug, was wir jetzt essen. Wir haben ja sonst gar nichts. Bis auf ein paar Stängelchen. Ne? Ja, die hat jetzt... Die lassen mich jetzt noch hier. Und jetzt lasse ich auch wieder ein paar von den Stängeln hier, weil wir jetzt Fleisch haben. Na, dann nehme ich mal nur so 10 mit. Genau. Wasser habe ich 8 Liter gemacht, mal eben. Was auch sehr gut ist. Da können wir hier nämlich auch nochmal 5 Liter Wasser lassen. 3, 4, 5. So. Siehst du wohl. Tee, Kaffee, ja, ein bisschen Getränke, alles wird gut. Dann haben wir hier noch von jedem ein. Die hätten wir auch noch, aber ja, mein Gott. So, jetzt sind wir relativ müde. Wir gehen jetzt nach oben. Wir gehen schlafen. Morgen machen wir den Fell raus. 2 Kohle. Wir müssen unbedingt Holz besorgen und so. Das geht so nicht weiter. Was haben wir denn hier noch? Kaninchen, 61%. Ja, hier getrockneter Wolfspelz. Na guck. Getrockneter Darm. Habe ich das alles hier reingetan? Getrocknet. Aber der Wolf und das könnte doch eigentlich hier bei dem Jacken und Mäntel rein. Nein, habe ich aber nicht. Na gut. Egal, wir gehen jetzt nach oben. Trinken uns noch mal satt. Also voll, bis oben hinten, bis unter der Achsel, dass wir denken, wir schwimmen. Und dann werden wir erstmal schlafen. 10 Stunden. War ein harter Tag. Das Wetter hat auch nicht so ganz mitgespielt. Der Opa war ein bisschen durch den Wind. Wir sind froh, dass der Tag rum ist. Dass wir jetzt schlafen können. Und morgen holen wir uns das Fell aus der Jacke. Genau so machen wir das. Bett 10 Stunden. Jawohl. Ja, damit. Gute Nacht. So, da wollen wir mal. Und ich trinke mal einen Schluck hier von meinem... Ich habe mir einen... Ach, meine Frau hat mir einen Blaubeer-weißen Tee mitgebracht. Mit Blaubeergeschmack. Lecker. Und? Von der Firma, ich will ja keine Werbung machen. Von der Firma Amazon. Arizona, nicht Amazon. Arizona. Und da gibt es auch einen grünen Tee von mit Honiggeschmack. Der ist genauso lecker, wenn man das mag. Wenn man das nicht mag, ist er auch nicht lecker. Das ist doch normal. Das hätte ich euch auch sagen können. Also darauf hinaus wirkt. So, ja, gessen. Den Gessen tun wir jetzt nicht. Was ist denn das schon wieder hier? Was ist denn das? Das ist ja schon, das ist ja dasselbe Wetter wie gestern. Dann essen wir doch erst was. Komm her, du Fleischtyp. Komm mal zu mir. Ja, hier, hau rein, das Ding. Guck mal, passt er ganz rein? Hat er ganz gepasst oder hat er wieder 30 Gramm übergelassen? Nee, hat er ganz reingedrückt. So. Ah, wir können mal eben gucken, was unsere Kleidung sagt. Wir waren ja gestern ganz im Sturm, ne? Nee, das sehen wir hier besser. 86, 93, 94, 77, die könnte man bald wieder. Der Rest, boah, die Mütze. Die war auf 70, ne? Jetzt ist sie schon auf 59.
Die muss unbedingt, muss die repariert werden. Was sagen denn meine Kaninchenfälle hier? Nicht, dass die mir kaputt geht. Dann muss ich eine andere aufsetzen. Also das will ich nicht, dass die kaputt geht, will ich nicht. Ich hole mir mal eben eine andere. Das ist nämlich kein so schönes Wetter. Um es mal freundlich zu sagen. Was haben wir denn hier? Käppis? Ja. Ein Schal, aber der ist in Rot. Wir haben gar keine. Doch, hier haben wir noch so eine Mütze. Das könnte man auch aufsetzen. Das wäre jetzt so das Einzige, wo ich sage, ja. Nehmen wir das mal rüber hier. Ja, dann setzen wir die mal auf. Ich will nicht, dass sie kaputt geht. Mütze. Meine schöne Mütze. 1209 0805. Ja. Ist ein bisschen weniger, aber die Mütze bleibt geschont. Das ist schon mal viel wert. So, und jetzt hört euch das an, ey, da draußen. Hört überhaupt nicht mehr auf. Das ist total idyllisch, das Tal. Aber nein. Irgendwie dann doch nicht. Ach, guck dir mal an. Das ist ja nicht normal, oder? Hallo? Könnt ihr mal aufhören mit dem Mist hier? Also wirklich. Wieso gehe ich denn hier raus? Wo ist denn jetzt das Auto? Huch, die haben das Auto geklaut. Ja. Ja, nein. Das stand doch hier immer. Das stand doch hier immer. Da. So, ja, ach Gott, ey. Und das ist, guck mal, wie kalt das ist. Guck mal, wie kalt das ist. Eine Stunde. 30 Minuten. Okay, den Fell, den müssen wir auf jeden Fall holen. Guck dir das mal mit dir. Ja, schon haben wir wieder verloren. Unterkühlungsrisiko. Jetzt aber rein wieder. Aber flottig. Aber ganz flottig. Mein lieber Mann. Gut, die Därme sind noch draußen. Aber Därme kriegt man ja zur Not überall. Das ist ja nicht das Problem. Ja, ich weiß, dass dir kalt ist. Hör auf rumzumeckern. Mann, du kommst rein und dann fängst du an. Oh, ist das scheiße kalt. Draußen sagt sie nichts. Hier, was denn? Fell, da. Kannst du dich drauflegen. 1% getrocknet. Schon. So, der ist fertig. Guck mal, hier haben wir schon mal. Aber die sind noch nicht so weit. Die sind noch nicht so weit. Und der ist auch noch nicht so weit. Was mache ich denn jetzt damit? Packe ich da jetzt mal die Klamotten rein? Ich würde sagen, ne? Die Ärmel und Felle packe ich hier mit rein. Und die Stöckers, ne? Die packe ich drüben rein. So, Ärmel, Felle, zack. Der erste Schritt für eine neue Ausstattung. So, trinken müssen wir auch noch ein bisschen. Wir haben nichts zu lesen, gar nichts, ne? Ich könnte was flicken. Ich hatte doch gesagt, ich wollte noch was flicken. Was war das denn? Die lange Unterhose? Sonst war da nichts so, oder? Hier, da kann ich nichts machen. Ich kann nur die Unterhose flicken. Und ich habe keinen Stoff. Und das hier in dem Haus. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl, dass ich da nicht am Lachen komme, du. Hm? Hier in dem Haus und kein Stoff in der Tasche. Eieieiei. So, jetzt aber hier, Aktion, reparieren. Das hört nicht auf heute. Das schlechte Wetter. Die 10 Därme würde ich mir auch noch gerne holen. Mein Gott, die liegen vor der Tür. Verstehst du, was ich meine? Viel günstiger können sie nicht liegen. Jetzt noch irgendwas an Büchern, was ich noch nicht gelesen habe. Das wäre ja auch noch schön. Nein. Messer schärfen könnte ich noch. Und, Pistole putzen könnte ich auch an. Das ist im Waffenschrank. Genau. Das wäre ja im Waffenschrank. Und der 79, der ist bald hinüber, wenn er so weitergeht. Die Säge, das ist noch alles gut. Wir machen die muss hier drücken. Dann geht's auch weiter hier. 61, komm, den. Oder haben wir ein anderes? 75, ja komm. Wir tauschen. Dann nehme ich einfach das neuere. Das brauche ich jetzt nicht schärfen, obwohl das Punkte bringt. Oh, guck mal hier, den muss ich unbedingt mal säubern. Oh ja, jetzt müssen wir doch noch um. Ein bisschen in die Pistole rumstochern. Aber ist ja okay. Passt ja gerade. Vielleicht habe ich ja hier sogar noch ein Buch drin. Aber ein Gewehr habe ich hier noch drin. Haha, wer hätte es gedacht. So. Nee.
Nimm das andere. Wo bist du? Wo bist du? Das hat 100%, aber das nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen das hier. Das nehmen wir. So, jetzt können wir noch ein bisschen in die Pistole drin rummachen. Und uns dabei ein paar Finger abschießen. Aktion, reinigen. Da, kaum fange ich an. Schon hört der Wind auf. 55%, wie viel macht der denn so? 5% oder was? Pro Durchgang? Ah, 7. Na ja, dann 62. Ja, dann machen wir nochmal 2, 3 Mal. Der verliert 5% und gibt 7. Das ist nur... Da kannst du nicht meckern, oder? Die Polizei. Ich sage immer die Polizei. Wenn ich die Pistole sehe, fällt mir Polizei ein. Ich weiß nicht warum. Da hat der Freud auch irgendwas verpasst. Wenn der in meinen Kopf geguckt hätte, würde er sagen, was los ist. Der würde sofort sagen, ach Opa, da ist dein Knall also, aha. Du hast ja doch einen. Wer hätte gedacht, aber habe ich nicht irgendwo noch eine Sprühdose gehabt? Ich wollte mir doch eine zulegen. Ja, guck mal hier. Mein Gott, das war aber Glück jetzt. Ich meinte, ich hätte irgendwo eine gesehen, aber dass ich jetzt auf Anhieb praktisch genau die richtige, ne, also. So, was ist denn jetzt hier? Kann ich jetzt meine Därme haben? Ist jetzt einigermaßen so, dass ich sage, ja, hier, komm. Sieht gut aus. Naja. Ist einigermaßen so, dass ich sage, sieht gut aus. So, da sind die Därme. Und jetzt sehen mich auch die Wölfe wieder. Das macht natürlich Sinn. Ist ja klar. So, 10 Därme. Ach, das dauert ja gar nicht lange. 5 Stunden nur. Mein Gott. Mit dem Messer. Okay, 1 Stunde 40. Wir verlieren zwar Flüssigkeit, aber keine Wärme. Das ist schon mal gut. Und, wo sind die Wölfe? Wo sind die Wölfe? Keine, gut. Oh, und der hat Krähenfedern mittlerweile. Da haben sich die Krähen aber beeilt, hier schnell welche hinzustreuen, du. Habe ich hier eigentlich schon mal reingeguckt? Gesucht. Was haben wir denn hier drin? Alte Zeitung. Ach, guck mal. Guck mal. Hier ist noch eine. Drei und noch eine. Ja. Guck mal. So, schnell rein. Die Därme wegwerfen. Und dann trinken wir noch ein bisschen und dann gehen wir mal langsam wieder los, ne? Wir waren jetzt so lange drin, der Tag, ja, bis zur Bärenhöhle gehen wir nochmal. Und gucken da mal, vielleicht haben wir ja sofort beim ersten Glück. Wäre ja mal ein Kracher, ne? Aber wir haben 37 Minuten, Freunde. Das heißt, wir sind gerade reingekommen. Und ich mache direkt noch eine Aufnahme. Und haben aber jetzt abgespeichert. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Opa Emi. Tschüss.